Hallo und herzlich willkommen bei Finanzimpuls. Ich bin Alex und in diesem Video gucken wir uns an, wie wir in der Trade Republic App neue Aktien, ETFs und Derivate finden können, wie wir uns inspirieren lassen können und einfach neue Investitionsideen recherchieren. Los geht's! Als erste Möglichkeit gibt es ja hier, wenn ich unten auf den Tab mit der Lupe klicke, diese Funktion der Suche. Hier oben kann ich dann Wertpapiere eingeben, zum Beispiel Amazon, und sehe dann hier die Amazon-Aktie und ich sehe auch Derivate, die auf Amazon laufen. Wenn ich auf diese Derivate draufklicke, dann sehe ich, dass es bei Amazon hier Optionsscheine gibt, und wenn ich dort draufklicke, kann ich mir entsprechend Optionsscheine auswählen. Das ist ja jetzt nicht so die unfassbare Neuigkeit. Ich kann oben zunächst einmal beliebte Aktien sehen. Wenn ich auf mehr klicke, dann sehe ich mehr beliebte Aktien. Und das sind Aktien, die häufiger bei Trade Republic gehandelt werden. Und wenn ich hier durchscrolle, finde ich da die meisten Trendaktien, die es so gibt. Palantir, Jinko Solar, Ballard Power, Amazon hatte ich auch gerade. Und so weiter. Also das sind schon mal sehr, sehr beliebte Werte, wodurch man sich einfach etwas inspirieren lassen kann. Dieses Video enthält keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Es soll dir nur Inspiration geben, Dinge halt zu finden und zu suchen. Wenn ich jetzt unten auf diesen schwarzen Knopf Filter drücke, dann komme ich hier in dieser Übersicht. Was ganz sinnvoll bei Aktien ist, ich kann hier oben Sparplan aussuchen und dann gehe ich unten auf das blaue Icon, die Ergebnisse anzeigen. Und jetzt finde ich zum Beispiel in der Übersicht alle Aktien, wo ich auch Sparpläne drauflaufen kann. Das ist ja gerade bei hochvolatilen Werten ganz, ganz spannend, zum Beispiel hier bei TUI. Dort einfach zum Beispiel einen 10-Euro-Sparplan einzurichten, das mache ich manchmal bei einigen Werten, finde ich super interessant. Dann kann man natürlich nach Sektoren filtern. Will man zum Beispiel aus der Elektronik- und Halbleiterindustrie Werte haben, dann wählt man das aus. Und man kann diese Filter auch noch erweitern. Das heißt, man kann hier nach Länder filtern. Interessant finde ich jetzt erstmal in dieser Übersicht, dass man auch sehen kann, Mensch, Elektronik- und Halbleiterindustrie, wo sind eigentlich die Länder, wo es viele Unternehmen gibt? Zum Beispiel Frankreich sind einige, Deutschland sind hier einige und die USA sind natürlich die meisten aus dieser Industrie. Dann kann man auch gucken, welches dieser Unternehmen aus der Halbleiterindustrie sind denn in einem größeren Index drin, also sind eigentlich schon von der Marktkapitalisierung etwas höher angesehen. Nehmen wir hier zum Beispiel den Nasdaq und sagen wieder Ergebnisse anzeigen, dann kann ich hier Unternehmen sehen, die in der Elektronik-Halbleiterindustrie unterwegs sind, die im Nasdaq vertreten sind. Das sieht man auch immer, zum Beispiel Nvidia, USA sind im S&P 500, Nasdaq, die Kategorie, der Sektor halt einfach, und dass diese Aktie sparplanfähig ist. Hier finde ich drüber, kann man sich schon mal einige interessante Inspirationen einfach holen lassen. Und das Interessante ist, und hier muss ich Trade Republic einfach mal auch loben, wenn ich jetzt zum Beispiel auf AMD klicke, dann sehe ich nicht nur Wert und ISIN und so weiter, sondern ich sehe natürlich auch hier die Kennzahlen, ich sehe die Marktkapitalisierung, ich sehe das KGV. Dazu habe ich ja auch schon mal ein separates Video gemacht. Und wenn ich auf mehr Anzeigen gehe, dann kann ich sogar noch mehr Informationen dazu recherchieren. Das heißt Umsatz, EBITDA. Und selbst wenn ich mir den Umsatz angucke, kann ich dazu sogar noch mehr Informationen sehen. Also diese Übersicht finde ich für eine Smartphone-App schon wirklich gut. Und Trade Republic war ja in den letzten Wochen auch immer wieder in der Kritik, aber das haben die wirklich sehr, sehr gut gemacht. Auch die Übersicht der Analystenmeinung gibt einem so ein kleines Bild dazu. Und dann finde ich auch noch super interessant, dass es hier auch noch interessante Aktien gibt. Darauf gehe ich dann später nochmal ein. Derivate sind hier verlinkt, zum Beispiel bei AMD kann ich 327 Optionsscheine handeln, das heißt Call-Optionsscheine und hier auch einige Put-Optionsscheine. Und hier unten kann man nochmal zu den Informationen halt einfach sehen, aus welchem Sektor dieser Wert kommt. Interessant finde ich auch noch, dass wenn ich jetzt zum Beispiel auf S&P 500 hier oben klicke, also das ist unter Informationen, dieses gräuliche SP 500 steht da eigentlich nur drin, wenn ich dort draufklicke, dann sehe ich wiederum alle Werte, die im S&P 500 sind, und diese sind auch wieder nach Beliebtheit angeordnet. Du siehst also, wie tief man hier in Trade Republic selbst nach beliebten Aktien und nach Sektoren und so weiter hier recherchieren kann. Das war mir auch lange so nicht bewusst. Das finde ich super, super interessant. Und das Gleiche kann man natürlich auch bei ETFs machen. Die beliebtesten ETFs sind hier wieder aufgeführt. Der Global Clean Energy zum Beispiel hier ganz oben. Und das kann ich zum Beispiel auch filtern.
filtern. Die meisten ETFs haben hier die Sparplanmöglichkeit, das ist klar. Ich kann hier den Raum auswählen, zum Beispiel sage ich jetzt mal Asien-Pazifik, möchte ich hier gerne auswählen. Ich möchte, nee, da oben wählen wir nichts weiter aus. Indizes kann ich hier noch auswählen, das heißt, wo wiederum die Werte in welchem Index vertreten sind. Ich kann mir hier auswählen, welchen Emittenten ich wähle. Da ist ja neben iShares sind noch drei andere hier hinzugekommen, Amundi, Luxor oder Lyxor und Xtrackers. Und ich wähle jetzt hier mal iShares aus. Ich habe hier immer noch 41 ETFs, die kann man ja nochmal weiter filtern. Und zwar, wonach filtern wir die? Ja, nach Large Caps, also sprich nach großen Unternehmen. Auf einmal bin ich nur noch bei 4 ETFs und hier sehe ich 4 große ETFs aus dem Asien- und Pazifikraum nach Beliebtheit angeordnet. Und ja, Nikkei finde ich nicht so super interessant. Der Dow Jones China Offshore, den hatte ich ja auch schon mal in einem Video vorgestellt, den finde ich schon spannender und dort klicke ich einfach mal drauf. Dann gibt es hier wieder diese ganzen Kennzahlen und hier auch in der Übersicht hier die Gesamtkostenrate mit 0,62% im Jahr. Und auch diese Übersicht hat Trade Republic durchaus sehr, sehr positiv erweitert. Die Ausschüttungen, wenn ich auf Mehranzeigen gehe, sehe ich auch gleichzeitig hier immer die absolute Ausschüttung und wann das in der Vergangenheit passiert ist. Die Sektorenzusammenstellung kann ich hier natürlich auch wunderbar sehen und kann das Ganze auch von hier aus einfach nochmal etwas weiter analysieren. Länderzuordnung siehst du hier ganz einfach, dass China krass gewichtet ist. Und was super, super interessant zum Recherchieren ist, ist hier die Komposition. Ich gehe mal auf alle Anzeigen und hier siehst du die größten Unternehmen in diesem ETF von der Gewichtung her in diesem ETF und hierüber kann man sich ganz, ganz wunderbar neue Inspiration holen. Zum Beispiel Meituan Dianping, die habe ich auch darüber gefunden. Tencent Holdings ist eigentlich ein super interessantes Unternehmen. Alibaba, JD.com, das sind viele Unternehmen, die wir kennen. Baidu.com und wenn ich da jetzt irgendeinen Wert habe, den ich recht interessant finde, ich gehe mal weiter oben hier einfach auf Tencent Holdings, dann klicke ich dort drauf und komme zum entsprechenden Einzelwert. Dann sehe ich hier auch wieder die ganzen Details zu diesem Einzelwert halt einfach und kann darüber mich inspirieren lassen. Hier unten gibt es ja wie gesagt die Derivate und hier gibt es dann auch wieder die interessanten Aktien. Das heißt, hierüber kannst du dich dann weiter verlinken lassen und wie gesagt zur Recherche, man setzt sich einfach mal in die Sonne raus, nicht unbedingt bei den aktuellen Temperaturen, aber wenn es mal wieder wärmer wird und dann kann man darüber ganz wunderbar recherchieren, wie ich finde. Und dann gibt es hier unten in der Suche, wir nullen das Ganze mal, beliebte Derivate und hier geht das gleiche Spiel los. Das sind die beliebtesten Derivate aktuell und hier kann ich das Ganze auch filtern. Das ist jetzt keine Neuigkeit als solches. Da ich immer praxisnahe Beispiele mag, wählen wir jetzt einfach mal hier bei Aktien aus und filtern einfach mal sparplanfähige Aktien. Wir nehmen den Sektor Immobilien, dort bin ich noch nicht so stark investiert und wähle diesen einfach mal aus. Nach Region möchte ich jetzt nicht weiter filtern. Ich gehe einfach mal auf 95 Ergebnisse anzeigen und auf einmal sehe ich sehr, sehr interessante Werte ganz oben. Realty Income, die ist ja auch relativ beliebt. Dann Adler Real Estate und so weiter. Und LEG Immobilien ist auch noch ein deutscher Wert, der, wenn man sich hier den Chart anguckt, Jahreschart nicht so interessant, aber für ein Immobilienunternehmen, das ist jetzt hier die 5-Jahres-Übersicht plus 42%. Und die haben natürlich hier auch eine ordentliche Dividendenausschüttung, also mit 3,3% im Jahr. Man kann sich das hier in der Übersicht dann auch noch mal genauer angucken. Das könnte zum Beispiel eine Idee sein, dort mal ja mehr oder tiefer gehend zu recherchieren. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, was ich auch immer ganz spannend finde hier, ich gehe mal wieder auf Filter und filtere jetzt einfach mal nach Indizes und kann zum Beispiel hier auch nach dem TechDAX filtern, 28 Ergebnisse und sehe dann die beliebtesten und größten deutschen Tech-Unternehmen, die im TechDAX halt einfach gelistet sind, SAP, Infineon, Deutsche Telekom und so weiter. Man muss davon ja nichts kaufen, aber man kann sich darüber oder dadurch ja einfach mal inspirieren lassen. Und noch ein paar Recherche- oder Praxisansätze finde ich zum Beispiel bei den ETFs hier mal zu recherchieren. Nehmen wir mal wieder Filter und recherchieren nach dem Sektor Energie
und Wasser. Dort gibt es 28 ETFs, die sind nach Beliebtheit geordnet. Da finde ich ganz oben wieder den Global Clean Energy ETF, aber durchaus noch andere ETFs. Das heißt, will ich zum Beispiel in Öl und Gas investieren, weil ich hier einen Rebound erwarte, was diese Woche zum Beispiel auch richtig krass passiert ist, Monatsübersicht plus 25%, dann muss ich nicht zwingend in Einzelwerte investieren, sondern kann auch einfach hier den Rebound mit einem Sektoren-ETF durchziehen. Und du merkst, es gibt auch den Lyxor New Energy, klicke ich jetzt gerade mal drauf, ETF, der ist ein bisschen wie der Global Clean Energy, der ist jetzt natürlich nicht so gut gelaufen in den letzten Wochen. Und darüber kann man halt auch wieder weitere ähnliche ETFs finden. Bei den anderen ETFs, die nicht von iShares sind, sind die Informationen hier so ein bisschen begrenzt und man kann nicht innerhalb der einzelnen Position der ETFs halt einfach recherchieren. Dann können wir das Ganze nochmal, hier oben habe ich gerade auf Reset gedrückt, da kann man das wieder zurücksetzen. Wählen wir nochmal Indizes aus und sagen zum Beispiel S&P 500. Wir sehen dann zum Beispiel bei den ETFs sehr, sehr beliebte S&P 500 ETFs. Der S&P 500 IT ETF, den habe ich auch selber im Portfolio. Dann gibt es zweimal die Core ETFs von iShares, die sind sehr beliebt und sehr günstig. Und dann gibt es auch nochmal begrenzte ETF auf den S&P 500, der im Prinzip nur Materials, das sind so Rohstoffe, Baumaterialien dürften das sein, kann man hier auch oben dann einfach durchlesen, worin dann investiert wird. Hier steht es dann nicht so gut beschrieben, aber du siehst hier einfach, im Rohstoffsektor wird hier investiert und kannst dann hier auch wieder einzelne Unternehmen halt einfach rauspicken. Und was auch noch ganz spannend ist, es gibt ja diese neueren Emittenten. Lyxor hat manchmal sehr gute, sehr günstige ETF und dann wähle ich die 318 ETFs von Lyxor oder Lyxor halt einfach aus und kann hier auch nochmal nach Beliebtheit filtern und sehe halt einfach, welche hier ganz oben stehen. Disruptive Tech, New Energy, Robotics AI, das sind also Disruptive und Robotics ETF habe ich zum Beispiel selber in mein Portfolio und du siehst, wie man hier durchaus nach anderen beliebten ETFs einfach durch diese Methode hier filtern und suchen kann. Ja, zwischendurch würde ich mich freuen, wenn du einfach mal auf den Like-Button bei YouTube drücken würdest, denn damit unterstützt du mich und diese Videos und dafür bedanke ich mich schon mal recht herzlich bei dir. So, und jetzt gucken wir mal in mein Portfolio und wir suchen mal einen Wert raus, zum Beispiel hier Facebook. Dann kann man bei Facebook sehen, ich habe diese hier im Portfolio, habe auch einen Sparplan eingerichtet und so weiter. Und wir gucken mal weitere interessante Aktien an. Dieser Algorithmus, soweit ich das nachvollziehen kann, besteht daraus, dass wer Facebook in seinem Portfolio hat, hat auch Adobe, Berkshire Hathaway, Chipotle Mexican Grill oder Costco in seinem Portfolio. Das ist das, so wie ich das aktuell sehe. Und wenn ich hier zum Beispiel auf Adobe klicke, dann siehst du, dass ich auf den Einzelwert Adobe komme, wo ich auch wieder investiert bin. Derivate, hier Optionsscheine auf Facebook, da bin ich übrigens auch investiert, kannst du immer ganz wunderbar halt einfach sehen, was es da auch für Derivate gibt. Und wir gucken uns jetzt nochmal einen Wert an, ich glaube bei Varta war das zum Beispiel der Fall, da gibt es dann Optionsscheine und Knockout-Zertifikate und du siehst hier im Einzelwert halt ganz konkret drin, dass es diese beiden Positionen auch gibt und insbesondere gibt es 202 K.O.-Zertifikate auf Varta, die man hier kaufen kann, aber nicht kaufen muss. Und was auch noch relativ spannend ist, wenn man zum Beispiel Derivate auf einen Index sucht, dann habe ich hier zum Beispiel einen Nasdaq 100 ETF und hier finde ich aber leider keine Derivate, die hier irgendwie verlinkt sein könnten und deshalb muss ich hier auf diese Suche wieder gehen und gebe hier einfach mal Nasdaq ein und dann scrolle ich hier runter und unter Derivate kann ich jetzt sehen Nasdaq 100 Index, dort gibt es Derivate drauf. Wenn ich dort wieder drauf klicke, siehst du, dass ich K.O.-Zertifikate als auch Optionsscheine kaufen kann und wenn ich hier Optionsscheine mir auswähle, kann ich mir entsprechend hier auch einen aussuchen. Das gleiche geht natürlich auch bei anderen Indizes. Ich wähle jetzt zum Beispiel hier mal den DAX aus und du siehst auch übrigens hier oben in der Suchergänzung zeige alle DAX-Aktien, weil der den DAX als Index erkannt hat und zeige alle ETFs auf den DAX, weil er, wie ich schon sagte, das als Index erkannt hat. Ich habe jetzt gerade DAX eingegeben und sehe hier unter Derivate ganz interessante Derivate. Einmal der DAX Deutschland, also einfach nur DAX-Sternchen, kann ich wieder K.O.-Zertifikate und Optionsscheine sehen, aber es gibt auch direkt Futures auf den DAX
und dann kann ich hier ein Faktorzertifikat mir aussuchen. Ich wähle jetzt zufällig random irgendeins aus und sehe dann auch wieder hier, Mensch, was ist denn das genau? Wie ist denn die WKN-ISIN und so weiter und wer ist der Emittent? Hier ist zum Beispiel die HSBC auch wieder der Emittent und sehe hier wieder weitere Details. Also das ist auch nochmal interessant, dass es auf viele Indizes auch noch weitere derivative Produkte gibt. Ist aber immer keine Empfehlung von mir an dieser Stelle. Jawohl, und das war es eigentlich mit diesem Überblick über meine Recherchemethoden, insbesondere über die Suche und über die Filter. Suche ich mir ganz gerne mal Unternehmen raus, die ich noch nicht kannte, oder suche mir auch manchmal ja volatilere Unternehmen raus, die eine Sparplanmöglichkeit haben. Hier oben ist Nano Repro sehr, sehr beliebt aktuell, weil die ja, glaube ich, das ist glaube ich die Company, die Selbsttests für den Heimgebrauch ja mitentwickeln, und die sind noch nicht so hoch bewertet. Die sind natürlich aktuell total gerade gehypt mit 302% im Plus. Hier wäre ich ganz vorsichtig, hier könnte man sich mal überlegen, so einen 10, 20, 30 Euro Sparplan zweimalig im Monat reinzuhauen, aber hier gibt es keinen Sparplan, und da sieht man hier auch wieder in der Übersicht, dass diese Aktie hier eben nicht sparplanfähig ist. Nur so als negatives Beispiel, beziehungsweise was man hier in der Übersicht schon sehen kann. Jawohl, mich würde jetzt nochmal interessieren, ob ihr noch weitere Möglichkeiten in der Trade Republic App kennt, wie man hier einfach gut recherchieren kann. Ich würde mich über eure News in den Kommentaren freuen. Ich bedanke mich ansonsten bei dir fürs freundliche Zusehen. Das Liken bitte nicht vergessen. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, darfst du das auch gerne machen. Und bis zum nächsten Video dann. Ciao!